Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Dune Route zusammen mit dem Justin. Servus. So, wir sind hier schon am Butter- und Käse verkaufen. Schokolade lohnt sich noch nicht einmal gesehen. Jetzt schauen wir mal noch kurz den Eier- und Honigpreis an, ne? Honig. Schauen wir erstmal bei den Eiern. Eiern 1,3 Maximum. Wir sind bei 1000. Heißt, ja, warten wir noch bis Oktober. Da schießt er nach oben. Honig, was bietet uns der Honig? Honig bietet uns den beschissensten Preis, den es fast gibt. Er kann bis fast 1,1 hochgehen im Februar. Wir sind bei 9,50 im höchsten. Ja, mega. So, dann Also, verkauf. sonst kaufen wir noch nicht. Nee. Butter war. Bäckerei und Käse. Dann machen wir zuerst Butter, weil der geht runter. Markierung. Ah, die ist da auch. Okay. Dann fahren wir da zuerst hin. Verkaufen mal die Butter. Das wird jetzt nicht allzu viel. Ja, ein bisschen ist ja dann doch. Danach kann ich wieder Mischration produzieren. So. Lohnt sich eigentlich Mischration zu verkaufen? Ne, ich glaube nicht. Okay. Wir haben unten die Silobeine, die wir noch wegknallen können. Wir haben unten noch ein paar Heuballen. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, dann kann ich schon mal weiterfahren. Weil wir brauchen bestimmt nicht drei komplette Silos voller Heuballen. Nee. Hotel. Ah, das ist ja auch um die Ecke. Ja, perfekto. Schmagofazo, nochmal 4000. Was mir ein bisschen fehlt. So ein Anhänger wie Strautmanns, das also gibt's ja, aber fehlt uns im Moment so ein bisschen hier ein Starkser. Digga, mein Motor ist einfach gerade ausgegangen. Ein Starkser Strautmann. Wäre auch noch so. Was. Auch nochmal 2000. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob sich das noch lohnt. Denn jetzt hauen wir mal was raus. Und zwar, vielleicht habe ich schon einen Videotitel reingeschrieben. Wir werden jetzt nur noch Dürenrot bis Folge 45 machen. Das heißt, wir sind jetzt hier mit Folge 42, glaube ich, in einer der letzten Folgen von Dürenrot. Dürenrot, wir haben sie sehr viel gespielt jetzt mit wahrscheinlich zum Schluss 300 Stunden oder so oder mehr. Mehr. Zum Schluss dann. Also es wird auf jeden Fall krank. Ja, wir haben sie viel gespielt, deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt demnächst mal ein neues Projekt anfangen. Weil sie, wie gesagt, langsam ausgelutscht wird. Deswegen, wir werden, unser Ziel ist, würde ich mal behaupten, in der letzten Folge auf jeden Fall alles, was wir noch an Produkten haben, egal zu welchem Preis, dann noch verkaufen. Und dann mal schauen, was wir so mit unserem Hof erwirtschaftet haben. Also Maschinen bleiben da, würde ich sagen. Aber sonst. Man kann da auch mal zusammenrechnen, wie viel Maschinen wir hier hätten. Genau. Das können wir auch gerne machen. Und an Felderwert können wir auch mal zusammenrechnen. Ja, ja, das ist ja alles möglich. Genau. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal Milch verkaufen. Milch haben wir hier unten am Stall, ja, ne? Naja. Ich fahr mal kurz am die Drehschirme hoch. Stall. Alter, der genau. Große Stall. Oh, Zug kommt. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, ein schönes Projekt ist neu. Dann beginnt dann wieder so im Herbst rum. Man kann aber schon sagen, ja. Das Datum sieht man, glaube ich, vielleicht haben es einige auch schon gesehen. Sieht man schon unter dem Modlistenreiter. Die Modliste dazu ist noch nicht online. Aber man sieht schon, wann es da beginnt und auch wann Dürenrot beendet wird. Das haben vielleicht auch einige schon gesehen. Wie gesagt. Ich werde mit Justin keinen Hof machen. Das ist auch gut so. Das war jetzt schön und gut, aber muss nicht nochmal sein. Ich glaube, das können wir beide befürworten. Weil Luca ist sehr, sehr nervig, was neue Maschinen angeht.
Ja, Justin will dauernd was Neues kaufen. Ich bin der Meinung, brauchen wir nicht, können wir noch ein bisschen fahren, also. Ich bin halt so lieber nochmal die leichtgebrauchte Maschine abgeben, lieber nochmal also ein neues Fahrzeug holen. Ja, vielleicht sind bis jetzt auch schon ein paar Bilder gekommen zu der Karte, so, also so ein paar Was gibt es? Bilder, wo man raten kann, so mäßig, was es für eine Karte werden könnte. Wenn nicht, Wir kommen sagen noch aber welche. schon mal so, also ich sag schon mal so, die Karte wurde von uns schon umgebaut. Wir haben neue Texturen eingebaut, das kann man ja schon sagen. Und es wird eine Vierfach-Map. Ja. Da können wir uns schön verteilen. Da können wir auch ein bisschen länger drauf spielen, weil hier sind ja jetzt doch schon fast alle Felder Viele. gekauft. Also die Mehrheit auf jeden Fall. So viel ist es jetzt nicht mehr. Es würde schon noch ein bisschen gehen. Aber wie gesagt, Also es die wird auch dann Modliste das Safe Game nochmal zum Ende des Projekts geben. Das könnt ihr euch da auch nochmal holen. Ist ja trotzdem Bleibt immer online. online. Vielleicht packen wir auch das Safe Game oben in die Modliste rein. Wenn nicht, man müsste mit schon seit jetzt zu Folgenbeginn, seit knapp 5 Wochen oder so, kann man das Safe Game auch schon über die Website, also das vom, das hat dann einen gewissen Stand, kann man schon runterladen. Und da werde ich einfach nochmal das mit aktuellem Stand machen. Wie gesagt, wir sehen das hier mit Dürrenbrot, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, ne? Ja. Weil Dürrenbrot hat unseren Kanal so geprägt, wenn man mal so überlegt. Ich kann ja mal, vielleicht können wir dann in der letzten Folge auch mal schauen. Das kann ich bis dahin ja mal zusammenrechnen. Wie viele Abos wir durch Dürrenrot allein gemacht haben. Klar, viel ist Shorts und so. Aber Dürrenrot, das erste, ich würde sagen, richtige Projekt, weil alles andere war ja eher so davor, das Schmack auf Lavifarmen. Fazzo und dahingeschissen. Es war das erste, ich würde sagen, qualitativ hochwertigere Projekt auch. Genau. Wir können aber schon mal so sagen, das neue Projekt wird kein RP, ja Ja, klar, das wäre zu aber es aufwendig. wird genauso qualitativ, vielleicht sogar noch ein bisschen qualitativ hochwertiger. Schauen wir mal. Vielleicht holen wir uns noch ein paar neue Leute dazu, die noch mitspielen. Mal schauen. Weißt du, wo Jonas sein Fass stehen hat? Da fragst du mich gerade. Hinten an der Weide? Ne, an der Weide ist es nicht. Da bin ich gerade. Ah, hier vorne. Aber ich sag mal so, wir haben bis jetzt alles durchgeplant. Schon. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und dann. Wir probieren, dass wir vielleicht, also wir produzieren jetzt bis zum Projektende ja schon Dürrenrot jetzt auch ein bisschen vor, sind noch in der Vorproduktion. Also wir produzieren nicht bewusst vor, sondern wir nehmen es so auf, dass wir dann auch sagen können, ja. Mal eine Woche hat jeder Ruhe. Nee, zum Beispiel erstens das und auch, dass wir dann sagen können, komm mal, wir haben jetzt Dürrenrot erfolgreich beendet mit Folge 45 und fangen dann schon im Hintergrund, das bekommt ihr dann gar nicht mit, da gibt es dann vielleicht nur Sneak Peeks oder so, fangen wir dann schon an, auf der neuen Karte aufzunehmen und Videos zu machen, damit ihr dann vielleicht gerade in der Winterzeit, wenn viele nicht mehr so rausgehen, daheim sind, dass ihr dann vielleicht auch mal 2 Videos pro Woche bekommen könnt. Das ist so das Ziel jetzt mal. Was zum Beispiel, was ich und Luca schon mal hatten, vielleicht einfach mal so ein neben, sag ich mal, des Hauptprojektes, einfach mal, wo ich und Luca ein Projekt nehmen, wo wir nur über bestimmte Themen reden, Ja. die den Kanal betreffen, die den LS betreffen, die generell unsere Situation hier überall betrifft. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die wir vielleicht geplant hätten. Winter. Ja, da schauen wir mal, was wir machen. Kommt natürlich dann auch drauf an, so bei dir mit der Arbeit, bei mir mit dem Stundenplan. Es kommt wie gesagt auch drauf an. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass die Zuschauer Fragen stellen können, dass wir sie fachgerecht beantworten. Ey, warte mal.
Ich bin hier gerade bisschen. Bei mir geht der Deckel vom Fass nicht auf. Leute, neue ankoppeln. Hab ich schon. Weißt du warum? Ja. Bestimmt. Weil. Weil es mit Y aufgeht. Hey, das habe ich auch probiert. Es ging nicht. Ganz komisch. Egal. Mann, mal hier bin ich falsch, oder? Ist so ein. Ja gut, an sich kann sich ja auch selber die Karte so umbauen. Dass es Ja. funktioniert. Also könnten wir an sich schon safe gehen. Das läuft ja auch ohne das. Also ja, müsste man mal schauen. Ich glaube nicht, dass es ohne läuft. Keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht so aus. Ah, jetzt bleibt der Deckel einfach offen. Ist mir jetzt egal. Ist ja jetzt egal. Wir haben genug Sneak Peeks. Genau. So, 7,59 Lichokliertje. Ist doch da unten, oder? Ja. Dann schuss mal da mal nach. Ah, das ist gut, das Bild. Passt. So. Abfahrt Vollgas. Also genießt die letzten Folgen Türenrot jetzt. Wir hoffen, dass euch natürlich weiterhin noch gefällt. Und wenn ihr gerade auf das neue Projekt gespannt seid, dann Abo und Like nicht vergessen und Glocke aktivieren, ganz wichtig. Oder was ich machen kann, wenn wir schon auf einem neuen Projekt sind, meine Lieben, dass wir einfach mal ein Bild und Memes, ein paar Bilder von den Maschinen raushauen. Ja, wenn wir dann vorbereitet sind. Oder dass auf Insta was kommt, in einem Community-Post. Falls wir bis dahin, bis zu diesem Video noch nicht gestreamt haben, wir streamen schon irgendwann mal wieder, wenn wir Lust haben. Also. Und das geht mir so auf den Sack, wenn ihr noch einmal danach fragt. Ich flipp hier noch aus. Wir streamen dann, wenn wir Lust und Zeit haben, wie immer. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Nö. Hast du einen Schlaganfall? Hä? Hast du einen Schlaganfall? So ungefähr. Ich hatte einen Schlafanfall, so kann man es auch sagen. So, weiter geht's. Digga, bei Ben läuft aber auch noch der 724. Die haben anscheinend zu Geld. Die sollen mal lieber unsere Rechnung hier bezahlen. Ja. Vielleicht könnt ihr eure sogar im neuen Projekt auf DLCs freuen, mehr sage ich jetzt nicht. Ja, das hier im DLC mit Hoffnung zum Beispiel. Trotz, dass wir hier so ein paar Schnarschnasen hier haben, die dass sie sich eh nicht kaufen werden, haben sie Pech gehabt. Aber was haben wir denn jetzt noch für die Dürenrot, für diese letzten, ich sage jetzt mal, 3 Folgen, weil die Folge ist ja jetzt, wissen wir ja jetzt schon, was wir machen. Was haben wir denn für die letzten 3 Folgen noch so als Überlegung, was wir machen könnten? Wir müssen halt, wie gesagt, alles verkaufen. Aber das machen wir ja in der letzten Folge. Nee, ich meine, wo? Dings, Honig und Dings. Ja, also außer, da kommt jetzt halt zwischendrin ein guter Über Winter Preis. wird wahrscheinlich eh nichts kommen an Arbeit. Wieder. Ja. Und sonst? Wollen Nix. wir noch irgendwas Neues bauen? Nee. Ich brauche nichts mehr. Wir haben einen Kredit, den wir abzahlen müssen. Das ist, glaube ich, das Ziel, dass wir den Kredit noch abzahlen, oder? Wenn Geht's hier wir das nicht? ganze Lager verkaufen, dann haben wir den Kredit abgezahlt. Oh ja. Das Hier haben wir lag. noch den Ra wir haben den Raps, den Hafer noch. Stimmt. Wir haben die Raps-Sorghumsoße noch zu Wann ist ein verkaufen. Hafer? Weil Hafer brauchen wir ja Warte. jetzt schon nicht. Dezember. Raps im November, Sorghumhülse im Dezember. Ja, dann wird es dann wahrscheinlich im Winter eine Verkaufsfolge geben. Nö.
So, dann verkaufen wir mal noch ein Lüttich. Was kann ich dann auch noch machen? Ich bin gerade Wir sieben, könnten aber danach noch düngen, also Gülle fahren, beziehungsweise Gäres. ich weiß nicht, wie weit die Grasfelder sind. Ein Gras braucht noch einen Monat. Oh, gerade ist Licht angegangen. Ja. Aber achso, die Lampen haben nicht an. Ich dachte, wir haben hier hinten noch mal Lampen gehabt, aber die sind jetzt auch nicht mehr. Ja. So, dann aber 13.000 durch mich. Schmeckt. Ich mische jetzt noch den Rest hier oben alles zu Mischration. Wir haben im Lager 300 Liter, 300.000 Liter Silage drin. Silage. Ja. Was sagt denn der Silagepreis? Weil unser Fermenter ist ja gefühlt wahrscheinlich auch voll. Januar. Nö, Januar, der Fermenter ist leer, den habe ich mir leer gefahren. Und jetzt gerade? Wir haben September, ne? Mhm. 160. Was ist das Maximum? 100, nein, 190. Ja, das ist gar nicht so scheiße. Das ist, die Silage schwankt aber auch nicht so krass wie manch anderes. Da kann man überlegen, ob man noch mal zwei, drei Fuhren verkauft. Entweder wir kaufen noch zwei, drei Fuhren Silage oder wir fahren halt dann ein bisschen Gärreste. Gereste steht aber vor. Es Warum wäre steht wichtiger. Gereste drauf an auf die Zu auf die Acker? Eigentlich alles, eigentlich muss alles gedüngt werden. Nee, du weißt ja meine Meinung zu. Ja, dort, wo der Raps steht, nicht, aber sonst, wo noch nichts gesät ist. Beziehungsweise auf die Gerste können wir auch Wo drauf. die Gerste gesät ist, da brauchen wir nichts drauf zu fahren. Ist da schon voll? Oh, nee, da muss erstmal gewalzt werden. Auf die 51 höchstens und da und oben auf die zwei Eimer. Muss ich gleich mal gucken. Mal jetzt nicht wegen der während der Vater macht's bloß wieder Krachbumm. Mische jetzt hier oben alles um, ne? Also irgendwie hätte ich natürlich auch noch Bock auf der Dürrenrot, dann nochmal eine Zuckerrübenernte zu machen. Bloß so weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Nee, wir werden auch nicht mehr die Dings bekommen. Nicht mehr die normale Ernte mitbekommen. Wir werden jetzt noch zwei Grasernten vielleicht noch mitbekommen. Ja, also eine auf jeden Fall, zwei, mal schauen. Aber wie gesagt, wir behalten mal das Safe Game noch im Hintergrund. Klar. Vielleicht Vielleicht. haben wir irgendwann noch mal Oldschool Lust drauf zu gehen. Jetzt schon kein Bock, die ganzen Mods auf den Daily zu ziehen. Aber das ist unsere Geschichte, lieber. Die Türkenbrot. Das ist pur unsere Geschichte, wie sie war. Wie viel gibt der Mischration? Das würde mich freuen. Ich glaube nicht so viel. Ich schau mal kurz. 100 Mischras. irgendwo. Alter. Kannst du lieber. Kannst du lieber. 126. Ach ja. Ich freue mich schon, nur Schweinefutter zu mischen, ne? Das war auch wieder ein Sneak Peek. Scheiße. Ja, für deinen Hof zumindest. Ja. Und dreimal können die raten, welchen Schlepper ich fahre. Ja, warte mal. Dann gehe ich jetzt wahrscheinlich.
Mal schauen, was ich jetzt mache. Ich komme jetzt erstmal hoch. Wir könnten Dings runter zu Hühner fahren, Gerste. Ja, oder du fährst Gerste runter, verkaufst ein bisschen Silage und ich gehe kurz walzen. Das kannst du auch machen. So. Fertig gemistet, Gemischstation. Wir haben jetzt ungefähr so 190.000. Stark. Ah, die Walze steht ja sogar noch draußen. Ja. Habe ich noch nicht aufgeräumt vom letzten Mal. Eigentlich gar keinen Bock, jetzt walzen zu gehen. Hast wenigstens unten die Eier schon geladen? Wie geladen? Auf dem Anhänger. Nö. Ach, Alter. Die Drehschirme stehen wieder oben. Alter, wenn du einmal noch da unten bist, kannst du auch hier unten nochmal laden. Nö. Da holen wir uns einen Stapler oder so bis dahin noch. Wir haben doch unser Futtermisch-Dings da. Und eigentlich unser Hofschlepper. Oh, leck. Leck. Bestimmt hat er bestimmt gute Video gespeichert. Ja, kann sein. We'll be right back.
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ben reinschneidet. Ich würde sagen, das war's jetzt mal mit der Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht, Like und Abo dazulassen, um das neue Projekt nicht zu verpassen. Und schaut auch bei unserem Partner Chipotle vorbei. Da sehen wir uns in der nächsten Folge dann auch wieder. Und dann, ciao Leute. Tschüss.